Let's play Final Fantasy 15. Wir sind wieder in Hammerhead, yeah, und haben hier eine Mission abzugeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Funkeln auf Rädern. Wir müssen zu Sydney. Hallo. Ihr habt es gefunden. Klasse. Es ist sogar besser erhalten als erwartet. Dieses Wachs reduziert den Luftwiderstand der Karosserie. Dadurch verbraucht der Regalia weniger Sprit. Ach ja? Naja, ihr müsst mir das nicht glauben. Jedenfalls sagt man diesem Wachs solche Fähigkeiten nach. Aber selbst wenn es nicht stimmt, schützt es die Karosserie. Echte insomnische Qualität eben, was? Als vor 30 Jahren der Wall errichtet wurde, wurde es nicht mehr importiert. Kurz darauf war es überall ausverkauft. Ah. Großvater ist ja auch nie wieder nach Insomnia gefahren. Darum hab selbst ich es nur ein paar Mal gesehen. Ihr solltet den Regalia damit wachsen. Vielleicht verbessert es ja tatsächlich den Benzinverbrauch. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Okay. Und wie funktioniert das jetzt? Kann ich jetzt zu ihr? Ja. Schließ mal die Mission ab und dann ist da auch schon ein nettes Fragezeichen. Hallo. Einmal bitte einwachsen. Nanu, habt ihr heute nichts zu tun? Geht so. Warum? Können wir dir womit helfen? Nett, dass du fragst. Ich habe eine ganze Menge Arbeit am Hals. Aber irgendwie schaffe ich das schon alleine. Komm, wir sind dir was schuldig. Na gut. Aber ich bezahle euch für die Hilfe. Könntet ihr für mich vielleicht nach Erz suchen? Eleganz auf Rädern zum Zielort begeben. Okay. Es wird dunkel. Nein, nein, nein. Nein, schon wieder so ein blöden Stein. Aber ich habe doch solche Steine schon, oder? Aber das muss ein ganz spezieller sein, natürlich. Dann gehen wir erstmal zu Aufgaben und holen uns den. Wo ist der? Oh ne, anscheinend habe ich das doch schon. Vielen Dank. Wirklich. Yes. Die Jungs würde tolle Jäger abgeben. Also, das wird zu Autolack. Das lasse ich besser raffinieren. Ich sollte Holly anrufen. Heute wird das nichts mit Schlafen. Echt jetzt? Ja, ich habe eine ganze Menge Autos in der Werkstatt. Hier, Hoheit. Wie versprochen. Die Belohnung. Der Sticker ist für den 10.000 Kill. Soll ich ihn gleich anbringen? Ja, ich frage mich jetzt, macht die das auch gleich, was die das sagt, oder? Zumindest kann ich das wahrscheinlich dann auswählen. Gut, das war's jetzt hier. Nee, ich habe schon wieder eine Aufgabe. Nein, lass mich doch in Ruhe. Hoheit, habt ihr Jungs kurz Zeit? Spannst du uns wieder ein? Solange sie mir so schnell geht. Ich habe einen Ruf weg bei euch. Ich brauche aber tatsächlich Hilfe. Ich suche etwas. Kein Problem. Einer von uns kann es gar nicht abwarten, dir zu helfen. Nicht dein Ernst. Naja, egal. Ich brauche Material zur Lackversiegelung. Der Jäger, den ich mit der Lieferung beauftragt habe, hat es nach einer Pause unterwegs tatsächlich liegen lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich das Material für den Regalia bestellt. Wenn ihr es findet, dann poliere ich euch den Wagen damit. Okay. Zum Zielort begeben. Das ist schön. Ich hoffe mal, das haben wir auch schon geschafft. Haha. Nein, okay. Da kommen wir auch noch gar nicht hin. Ich komme ja da nicht durch. Das ist ja ein unüberwindbares Hindernis. Gut. Das heißt, wir haben jetzt Missionen außerhalb unseres Einflussgebietes. Bedeutet, wir können jetzt endlich mal mit der Hauptstory weitermachen. Da oben. Nehmen wir die mal aus. Dann, bevor wir da aber hingehen, Mist, ich kann mich jetzt da nicht mehr hin teleportieren, oder? Geht das, wenn ich auf der Karte bin, zur letzten Unterkunft? Ah doch, das kann ich sogar machen. Dann gehen wir da kurz hin, schlafen eine Runde, dann ist hoffentlich auch wieder Tag. Gibt nochmal einen geilen Bonus. Naja, ich müsste aber auch irgendwann mal wieder auf im Lager schlafen. Ich weiß gar nicht, sonst kann ich da, wie heißt Ignis, Talent nicht fördern. Ich muss immer wieder was kochen.
Oder einen Toast machen. Oder beides. Was war das? Sie sind auferstanden von den Toten. Ich würde gerne übernachten, alter Hallo Mann. auch. Ein Zimmer wäre frei. Kann sein, dass es immer teurer wird. Ich bin total verschwitzt. Aber was soll's? Es gibt immerhin einen Bonus von 1,5%. Wir haben ja einiges an Erfahrung wieder. Bla bla bla. Es ist ein Tag vergangen. Ich habe mich mittlerweile hier schon ein Jahr im ersten Gebiet aufgehalten. Ja, was ist jetzt? Es lädt. Bam, bam, bam. Punkte gibt's. Gut, immerhin ein Level up. Haufen Gutes Fotos. Foto. Findest? Ist ja gefallen die mir nicht so? Gutes Timing, Prompto. Hä? Achso, das war jetzt der erste wieder. Gut, was ist denn noch am besten von denen? Eigentlich keins, oder? Also, das ist so dunkel. Ah, egal, komm. Ja, ich wollte es gar nicht angucken. Ich wollte es eigentlich speichern. Ich kann das doch irgendwie. Naja, machen wir so. Und dann machen wir weiter. Schön, es ist Tag. Ja, es ist Tag. Dann können wir uns jetzt einfach schnell, schnell, schnell. Oh nein, ich habe das Auto gar nicht hier. Haha, wie sind denn die hergekommen? Zu Fuß jetzt oder was? Ach nee, oder? Gut, ich kann das Auto zumindest rufen, das ist schon mal was. Und ja, wieder 100 Gil. Naja, egal. Rufen wir auch noch das Auto. Weiter! Weiter! Kann ich das eigentlich überspringen? Ja, überspringen. Bitte! Hä, was habe ich Bis jetzt dann! übersprungen? Ungefähr 5 Sekunden. Ich wollte es überspringen. Ich mache jedes Mal dasselbe. Gut, und dann. Automatisches Fahren, jawohl. Und zwar kann ich Aufgabenziel 3 Minuten direkt zum Ziel reisen. 3 Minuten? Nö, okay. Oder ist die Ladezeit jetzt 3 Minuten? Das wäre jetzt auch was. Anscheinend ja doch. Autoradio. Viele Geschäfte verkaufen Soundtracks. Oh Gott sei Dank, hey, die du über die Musikanlage des Regalias abspielen kannst. Wenn du die Pfeiltasten gedrückt hältst, kannst du übrigens direkt von Album zu Album springen. Wow. Respekt. Interessiert mich jetzt mal überhaupt nicht. Ich finde die Motorhaube cool, die klappt so auf. Na dann sehen wir uns mal um. Ah, es geht jetzt direkt los mit der Hauptmission, oder wie? Ah, ne. Hab schon gedacht. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Das nochmal Blitz, das nehmen wir natürlich nochmal mit. Jetzt ist mich wieder voll. Yeah! Jetzt haben wir hier ein paar Kartoffeln, die nehmen wir auch noch. Ne, wieder Pfeffer. Moment, da müssen aber irgendwie dreimal Pfeffer sein. Gibt's ja nicht. Ja. Das gibt's auch immer dreimal. Die sind hoffentlich friedlich, solange ich sie in Ruhe lasse. Ich will jetzt gar nicht gegen dich kämpfen. Moment, das ist da irgendwie. Hä? Ach, verdammt. Ich muss da hoch, oder? Ja, lass mich mal in Ruhe. Nee, hä? Oder? Doch. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Können wir hier nochmal speichern? Jawohl. Keine Ahnung. War schon länger her, dass ich mal wieder gespielt habe. Und weiter geht's. Guten Tag, Frau. Wie auch immer was. Wer bist du? Monika. Hallo. Ich will reden, nicht springen. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter.
Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ja, denkt er sich das jetzt? Ich soll allein mit Chor weiter, okay? Nö, dann los geht's. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Wollen wir's hoffen? Ich bin zuversichtlich, dass ich das jetzt rocken werde. Von den Leveln her müsste ich ja eigentlich deutlich höher sein mittlerweile. Nicht gut. Okay, ich habe schon gedacht, ich muss gar nichts tun, aber ich muss mich noch bewegen. Juhu. Wo ist denn der Chor? Der wartet irgendwo auf mich, oder was? Ach, komm schon. Ja, geschafft. Da ist er ja schon. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Sprich zu deiner Hand. Okay. Der hat 3000 HP, TP, KP. Wie auch immer. Was ist denn LP? So. Kann ich doch auch irgendwie, den kann ich doch auch ausrüsten, gell? Leider, ja, okay, nicht so wirklich. Ist das eine Lanze? Keine Ahnung, oder Schwert. Na, dann einen Haufen Gegenstände. Ach, der ist einfach mächtig, okay. Schaut irgendwie so komisch auf den Boden, was ist denn los? Der plant doch bestimmt jetzt Übles. Er schämt sich so, dass er uns nicht mehr in die Augen gucken kann. Was mache ich denn? Na ja, gut, komm. Ich mach jetzt durchrennen wahrscheinlich. Macht der Kollege auch was? Ja. Wo kommen die denn alle her? Nein, mein Lieblingswartemodus. Das muss ich echt ausschalten. Irgendwann mal. Ist ja furchtbar. Jetzt bleibe ich immer stehen und dann. Und bam! Kann ich das schon machen, oder? Nach unten. Mal sehen, wie das aussieht. Huch. Das war ja einfach. Hättest du damit Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Okay, das war jetzt trotzdem ein bisschen merkwürdig. Ich merke, dass man das Kampfsystem doch wieder ein bisschen rein spielen sie muss, irgendwie. Meine Ziele. Oh. Spring, Noctis, spring. Wenn ich mich warp, könnt ihr mir nichts. Dann machen wir einfach. Oh. Hä, irgendwie klappt hier gar nichts. Ich kann die Feinde nicht mal anvisieren. Na ja, gut. War da oben noch was? Jetzt ist es zu spät, jetzt komme ich da gar nicht mehr hoch. Haben die anderen da draußen alleine klar? Konzentriere dich voll und ganz auf deine Aufgabe. Ja, ja, schon kapiert. Den Kopf gestoßen. Immer geil, wenn er hüpft, statt... ups. Der Lanze. Ah, da oben liegt... Erstmal zu denen, hey. Ups, das war jetzt natürlich direkt vor die Füße geworfen. Bam. Wo sind die Scharfschützen, oder was ist denn das hier? Huch, da hat er platt gemacht mit was auch immer.
Okay, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe übrigens noch Magie eigentlich. Aber irgendwie lohnt sich das nicht. Das sind ja nur so einzelne Gegner. Da so einen richtig fetten Feuerzauber reinzuhauen, glaube ich eher Verschwendung. Feuer, Blitz. Machen wir mal Blitz. Wo geht's lang? Hier? Komm ich nicht von da? Nee. Okay, jetzt sind wir drin. Sieht doch relativ friedlich aus hier. Nacht! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Puh, ich glaube, das war ganz gut, dass ich Blitz eingelegt habe. Bossfight, Bossfight. Der erste, glaube ich, oder? Also das erste richtige zumindest. Oh, yeah. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht so blöd an wie gerade bei den Kämpfen. Dann könnte das vielleicht sogar was werden. Uah, friss. Ne, da sind noch solche komischen anderen Viecher. Die machen wir zuerst platt. Das sind ja überall welche. Gut, probieren wir die schnell wegzumachen. Hat sie Bohrpunkte? Stimmt, oder? Haben wir irgendwo einen Bohrpunkt? Imperialer Scharfschütze. Lass mal vielleicht mal. Ach, ich kann den gar nicht analysieren. Wow. Okay, erstmal die Schützen weg. Die nerven da oben ganz schön. Hat das einen Warpunkt und dann kommen wir da hinten hin. Ja, das geht ganz cool hier so. Zack, 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 zack. Wow, Raketen. Und den kann ich trotzdem nicht analysieren. Okay, dann nehmen wir halt schweres Geschütz. Er ist auf jeden Fall mal. Wow! Stell mich auf! Keinen Moment zu früh. Hä? Erstmal weg. Okay, Trick 17. Was muss ich denn tun? Die sind ja alle halb tot. So, erstmal wieder alle. Das gibt's doch nicht. Boah. So, was hat denn das Ding gezogen? Das zieht ihm halt gar nichts. Was ist denn das für ein komischer Scheiß? Hier sind die einzelnen Punkte. Jetzt weg hier wieder. Ja, niedergeworfen. Na, warte! Freu dich nicht zu früh! Mal raus hier. Ups, jetzt habe ich mich selber umgeworfen.
ein bisschen Schiss. Ah, weg erstmal hier. Ah, weg! Explodiert bestimmt. Oh. Das war aber gar nicht mehr so einfach, ey. Leck mich im Arsch. Wäre ein bisschen stärker gewesen. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Peace, man. Tschüssi. Nochmal Erfahrung. Schön. Boah, es war trotzdem anstrengend. Passt es sich meinem Level an oder hätte ich jetzt zwei Level weniger gehabt, der hätte mich ja platt gemacht, ey. Was ist denn jetzt eigentlich gerade los? Es hakt und ruckelt ein wenig. Und er ist ein bisschen traurig. Die Welt hier draußen traurig. Ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Yeah, man. Ja. Okay, jetzt sind wir durch diese Sperren hier durch, oder wie? Ach, jetzt gibt's die Erfahrung. Okay, naja, gut. 44 FP habe ich. Hat natürlich geile Bilder gemacht. Was ist denn cool? Ich habe es aber noch nicht ganz kapiert. Was machen wir jetzt? Kapitel 3. Die weite Welt. Das Imperium ist ein mächtiger Feind und Noctis hat einen langen Weg vor sich, wenn er den Kristall zurückerobern will. Auf der Suche nach der Kraft der alten Könige brechen die vier Freunde in eine weite Welt voller unbekannter Wagnisse auf. Okay. Voller Wagnisse und Gefahren. Oh nein, jetzt lässt das ewig. Lade, schneller. Ich will loslegen, ich will ein bisschen meine Erfahrungen, mein Kampfgeschick verbessern, sagen wir so. Und mal meine FP-Punkte wieder verteilen. Allerdings mit 44 können wir, glaube ich, nichts machen, nichts Großartiges. Ich weiß gar nicht, wann kriegt man wieder ein neues Accessoire? Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das zuerst mit allen freischalten würden. Magie ist immer cool, also da werde ich auf jeden Fall auch schauen, dass ich da relativ schnell Punkte reinstecke. Oh Mann! Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie, beide! Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist... Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Schön für ihn. Mit Vollgas raus in die weite Welt. Oh. Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die
Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Ja, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klaine. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja, die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Werde ich machen. Du kannst im manuellen Modus ab sofort selbst den Regalia fahren. Habe ich ja schon gemacht. Okay, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter. Bis dahin, Adi. Ciao.